So, heute bekommt ihr wie versprochen das Video vom Hundestrand in Ungarn am Balaton. Wie ihr sehen könnt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da hinten, das ist alles rundherum eingezäunt und das ist ein riesengroßes Areal. Nicht so überfüllt, ich weiß nicht, ob es an Corona liegt oder allgemein, dass es nicht so voll ist. Und hier sind überall so entweder Treppen, die so reingehen und sogar auch mit einem kleinen Steg, der so ins Wasser reingeht. Ja, wir können das sehr empfehlen. Wir haben jetzt für zwei Erwachsene, einen Hund und ein Kind, haben wir 2000 Forint bezahlt, ne? Letzte Woche 1800 und heute 2000. Ja, ist irgendwie, warum auch immer. Vielleicht Wochenendzuschlag, kann ja auch sein. Sonntags mehr kostet, weil sie hier mehr Personal haben, oder? Ja, wir wissen es nicht, warum. Aber heute war es etwas teurer. Aber es ist wirklich wunderschön. Man hat auch einige Schattenplätze durch die Bäume natürlich, aber nicht so viele. Und Parkplätze blende ich euch mal eben ein. Die hatte ich eben gefilmt beim Reinkommen. Also es sind auch viele Schattenmöglichkeiten, dass man schön im Schatten parken kann, weil natürlich, wenn hier richtig heiß wird, dann heizt sich das Auto auch richtig auf. Murphy. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier ist auch ein relativ stabiler Zaun. Also muss man nicht direkt Angst haben, dass sie da ausbrechen können. Und auch relativ hoch. Ich schätze mal, 1,50 ist der hoch hier. Oh, er kommt zu mir. Hallo. Süß, ne? Ja. Wie schön, die alle schwimmen gehen, die Hunde. Ja. Nur unser nicht. Unser nur aus Versehen, wenn er reinfällt. Da ist er wieder. Ja, man muss halt immer damit rechnen, dass andere Hunde kommen. Die sehen? Mhm. Also die kommen halt hier auch auf die Decke. Der schnappt den Mann eben. Und ja, schnüffeln und so, aber am Hundestrand stört das ja eigentlich niemanden. Weil alle mögen Hunde hier. Wie lange wollt ihr denn bleiben? Weiß ich nicht, bis eins oder so, dann sind wir zwei Stunden hier. Haben wir schon einen? Echt? Na guck, da können wir ja gleich schon los. Wir können auch noch bleiben. Ja, reicht ja, wenn wir, jetzt würde ich echt gerne. Ja. Du machst ja eine Badehose an. Aber es ist kalt. Aber wenn du einmal drin bist. Nächstes Mal können wir ja länger bleiben. Nächstes Mal können wir länger bleiben, ja. Ja, also ich würde euch gerne noch da hinten zeigen. Da gibt es Eis und Getränke und auch so ein bisschen Hundespielzeug und so. Und Hot Dogs. Es gibt nur Hot Dogs. Es gibt keine Pommes, gar nichts. Es gibt nur Hot Dogs. Und das würde ich euch gerne zeigen, aber ich traue mich da nicht zu filmen. Ich kann nur so einen Stand, ein Kiosk, ich will auf dem Freibad so eine Holzhütte halt oder was verkaufen. Ja. Und Hundespielzeug. Ja, ein bisschen Hundespielzeug gibt es da. Und Toiletten gibt es hier auch. Da war ich aber noch nicht drauf. Weil so lange sind wir nie hier. Bis jetzt gewesen. Ja. Du warst ja hier noch gar nicht so weit drin im Balaton, dass du einfach laufen lassen könntest. Da bist du die Knie drin. Also wäre es möglich gewesen. Ja. Helikopterkind ist hinter Hund. Ja. Es ist halt, alle Hunde bleiben so im Umkreis von
10 Metern bei ihrem Herrchen und Frauchen. Ja, nur unser Beagle, der läuft. 3 Kilometer halt. Ja, der ist zwar auch viel hier bei uns, aber manchmal ist er auch ganz weit weg. Und dann läuft halt einer von uns immer hinterher. Jetzt nicht ganz nah, aber nur, dass man ihn halt im Auge hat. Ja, dass man ihn halt im Auge hat. Nicht, dass irgendwas passiert. Und da hinten ist das Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Das frage ich jetzt. Der Bernd möchte nächstes Jahr einen Rundflug über den Balaton machen. Mit so einem Flugzeug, was man jetzt, glaube ich, nicht sieht. Und fragt, ob er für euch filmen soll. Weil ich werde nicht mitfliegen. Aber andere werden mitfliegen. Wie viele können da mitfliegen, weißt du das? Der Smurfy kommt nicht mit. Wir gehen dann hier an den Hundestrand am Balaton. Über die Abstürze kann er mich retten kommen. Ja. Und er schwimmen. Ja. Und bis jetzt haben wir hier noch keine großen Probleme gehabt mit Hunden. Keine bösen, keine bissigen. Alle sehr sozialisiert und konnten Ansagen machen oder Verständnis machen. Genau. Keine Beißereien, viele Fußhupen. Das war bis jetzt sehr schön. Er rennt weg. Verabschieden. Wir sind jetzt schon etwas länger zu Hause, haben schon gegessen. Ich habe ein Schläfchen gemacht im Auto auf dem Weg nach Hause. Wie immer. Bernd ist ganz fleißig gefahren. Ich muss die Sims versorgen. Jetzt muss der Bernd die Sims versorgen und wir planen heute jetzt Abend. Das Spiel. Wir planen heute Abend wieder einen Livestream. Also dieses Video jetzt hier werdet ihr morgen sehen, dann war der Livestream schon. Hat die mit zu spät berichtet? Dann machen wir auch noch mal einen Urlaub ein. Ja, aber wir machen das immer so spontan, weil. Spontan heute Abend um 20 Uhr. Weil ich weiß ja heute nicht, was wir morgen Abend machen. Vielleicht werden wir eingeladen oder so, wo wir gerne hin möchten. Oder wir laden jemanden ein und dann würde ich ungern sagen, so, nee, wir können heute Abend nicht, weil wir haben Livestream geplant. Und wir müssen alle mitmachen, wo wir hin eingeladen sind. Ja, aber nee. Mhm. Das kann man ja nicht machen. Nur unsere Familie wird hier präsentiert. Ja, so, das war der Hundestrand in Ungarn am Balaton in Fonyot. Haben wir euch gezeigt. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!